Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir und zu einer neuen WeSamba-Reihe. Diesmal kommen irgendwie jeden Sonntag nur WeSamba-Vlogs. Ich hoffe, euch stört es nicht. Wir kaufen nämlich jetzt heute den Weihnachtsbaum ein. Also das ist hier nur ein Kunstbaum gewesen für Verlosungsbilder. Aber heute ein gratis, oder? Ja, an alle Telekom-Kunden. Ihr kriegt gratis Nordmann-Tanne beim Obi. Ja, denn wir feiern jedes Jahr polnische Weihnachten an alle, die aus Polen kommen. Ihr wisst, was abgeht. Also es ist wirklich viel. Es wird auch immer viel aufgetischt und ich freue mich riesig. Ich habe jetzt für euch eine Toni-Box gekauft und zwei Toni-Figuren von Paw Patrol. Ich hoffe, ihr freut euch. Das ganze Gewinnspiel findet auf Instagram statt. Wenn ihr das Video seht, macht auf Instagram mit. Ganz viel Glück. Hier werden wir jetzt einen Baum raussuchen. Der muss so richtig geil und richtig groß und buschig sein. Ich bin gespannt. Sehr schön. Der ist schon mal schön, Leute. Der ist auch schon mal schön. Schauen wir mal rein. Und wir schauen jetzt rein. Leute, wie soll man bitte bei der Menge hier einen perfekten Baum finden? Ganz ehrlich. Leute, das wird unser diesjähriger Weihnachtsbaum. Ihr könnt jetzt gerne in den Kommentaren schätzen, wie viel der kostet. Also ich denke 50. Und du? Ich auch. Leute, und hier wähle ich jetzt noch Gutscheine für die Verlosungen im Dezember aus. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. So ihr Lieben, das ist hier der kleine Spoiler. Seid auf jeden Fall gespannt, es sind ganz, ganz viele Gutscheine. So, Weihnachtseinkäufe sind erledigt. Ich zeige euch nicht, was wir eingekauft haben, aber ich sage euch, was wir kochen werden. Das sage ich euch später in der Küche. Der Weihnachtsbaum, der steht hier. Der ist so geil und so groß und so buschig. Lieben wir, period. Ey, los. Ich habe seit nach fast drei, okay, zwei Jahren, weil davor hat der Maxi Cosi. Nach fast zwei Jahren habe ich gecheckt, dass ich Isofix habe oder wie das heißt. Und ich habe immer den Sitz angeschnallt. Aber und darf jetzt, ich was sagen? Und jetzt mache ich einfach tschatsching. Aber dein Dad hat doch gesagt, dass wir das hier haben. Ja, aber ich habe es nicht gecheckt und nicht gefunden. Und vielleicht gibt es aber nur hier auf deiner Seite. Und jetzt hat es einfach tschatsching gemacht und leuchtet grün. Und das bedeutet, ist es jetzt safe? Safe. Ich ja, ich muss noch an die andere Seite. Oha. Aber wieso ging das nur auf der Seite und nicht auf der? Nee, hier geht's auch. Ich werd verrückt. Scheiße. Leute, das ist gerade für Sie, glaube ich, wie ein Lotto-Gewinn. Ja, Alter, da muss ich den nie wieder anschnallen. Einfach nur katschen. Ja, da ist er. Ich dachte, der war. Jetzt mit dem Ständer. Und Leute, der Kleine spielt währenddessen hier mit dem Staubsauger. Bald haben wir einen Hühler. Und Leute, jetzt ist der Moment der Momente. Der große Weihnachtsbaum kommt. Oder? Kommt der Weihnachtsbaum? Ja. Juhu! Dann sag doch, dass du Hilfe brauchst! Ich hab nur Angst wegen meinen Ischias-Nerven. Oh ja, du Arme und ich? Ob wir ein bisschen übertrieben haben für dieses Jahr? Der stockt hier oben an, wir müssen die Spitze ein bisschen kürzen. So ihr Lieben, wir werden den jetzt ausbreiten. Oder Schatz? Hex, Hex. Leute, der kleine Mann schläft auf mir und was machst du da? Ich mach's nur, damit ich das entfusseln kann. Aber jetzt musst du einschalten, da bist du unser Christbaum. Und schaut Leute hier, oh mein Gott, ist das Period oder ist das Period? Das ist sad. Ich brauch einen Thumbnail, mach mal so. Mein erstes Tattoo, juhu. Cool. Ist das dein erstes Tattoo? Ja. Ist es schön? Ja. Was hast du für ein Tattoo? Hase? Ja. So ihr Lieben, die Woche ist relativ wenig passiert. Matteo ist krank geworden, der Baum steht, wir haben den Baum dekoriert, den habe ich euch ja schon gezeigt. Gesundheit, Matteo. Jetzt überrasche ich heute meine Frau. Die Schwiegermama passt heute Abend auf die Kinder hier zu Hause auf. Die müssen aber dann schon eh im Bett liegen, weil ich will meine Frau einladen zum Kino. Das Problem ist, ich habe mich mit ihrem Account angemeldet. Wenn sie jetzt wirklich auf die E-Mails schaut, wird es keine Überraschung mehr. Aber ich denke, dass sie darauf jetzt nicht achtet, wenn sie in der Arbeit ist. Ja, und wir schauen meinen Lieblingshorrorfilm an, nämlich Jigsaw. Da ist ein neuer Teil raus. Und sie mag auch den Film gerne. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade sie ein. Und wir genießen mal die Zweisamkeit zu zweit.
Okay, scheiße, Leute, sie macht eine Sprachnotiz. Ich weiß, was kommt. Ach, ich kann nicht einmal eine Überraschung planen, oder? Hast du gerade irgendwas mit PayPal bezahlt? Cineplex, 28 Euro? Ja, die Audio habt ihr jetzt bestimmt gehört. Es ist aufgefallen, das hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Aber geil, sie hat sich trotzdem gefreut und hat mega gesagt. Also immerhin etwas. Wir werden auf jeden Fall einen richtig entspannten zu zweisamen Kinoabend machen. Bevor ich es vergesse, also es gibt bei uns immer als Vorspeise bei Polen eine polnische Fischsuppe mit Toast getoastet, also Toast gewürfelt, angebraten auf viel Butter. Das schmeckt dann so richtig geil und es kommt in die Suppe rein und Fischsuppe, alles mit Fisch, mit Kräutern, mit Gemüse, mit Brühe, mit ein bisschen Maggi-Sahne, alles schön aufkochen lassen für ein paar Stunden, dann alles entsieben, dass die Suppe komplett klar ist und dann diese Croutons dazu, diese Toast gewürfelten. Oh, ich sag euch eins, es schmeckt mega lecker. Dann gibt es bei uns immer Kartoffeln, Sauerkraut mit Pilzen, also richtiger polnischer Sauerkraut, der richtig lecker ist. Ich kann es euch nur empfehlen, den mal zu machen. So, immer Karpfen. Ich filetiere den selber. Ich will ihn nicht filetiert gekauft. Ich mache mir da immer die Mühe. Ich kenne es immer aus dem Brauch, dass man immer den Fisch filetiert hat und das mache ich gerne. Und dann gibt es als Nachspeise Makówka. Makówka ist so eine polnische Nachspeise mit Mohn und Semmeln. Also so ein Mohnkuchen halt, würde ich mal sagen. Und dann gibt es Moczka. Das ist sowas wie Früchtepunsch, nur ein bisschen intensiver, mehr weihnachtlicher Geschmack, mehr Zimt. Frühstückskuchen ist dabei, der wird weich und schmeckt auch mega geil. Ja, so sind unsere polnische Weihnachten. Dann gibt es noch Würste für die andere Family, also für Schwiegerpapa. Aber da esse ich nichts mit, möchte ich einfach nicht. Aber ich finde es super, dass wir da Kompromiss gefunden haben und beide einfach alles mitnehmen. Jeder isst da dann das, was er eben möchte. Der Mason, der spielt seit 5 Minuten mit dem Ball. So, und das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert mich auch auf den anderen Social-Media-Plattformen. Ich würde mich freuen.